Hallo, hier ist Matthias Müller-Blech von der MLV Maklerkanzlei. Thomas und ich führen diese Firma seit 2010 als GmbH und Co. KG zusammen. Und das heutige Thema ist, wir möchten unsere Internetseite unseren Kunden oder auch neuen Kunden mal vorstellen. Sie ist relativ einfach aufgebaut, birgt aber viel Wissen und viele Möglichkeiten. Viele wissen das gar nicht. Und darauf gehen wir mal hier ein. Das ist unsere Home-Seite. Hier könnt ihr euch eintragen, um unser neues E-Book mal runterzuladen, das Thema Gold. Da sind unsere Kontaktdaten, die ihr uns erreichen könnt. Und hier unten könnt ihr uns direkt eine Nachricht schicken und einfach das Thema, was ihr wissen wollt, ihr eintragen und versenden. Das war unsere Home-Seite. Gehen wir mal weiter im Text. Und zwar haben wir eine Info-Seite hier oben. Die betrifft den privaten, den gewerblichen und auch den Geldanlagebereich. Gehen wir auf den privaten Bereich einfach mal ein. Also ihr klickt hier drauf und da kommt ihr zu einer ganzen Litanei an Informationen, was den Privatbereich betrifft. Wenn ihr irgendein Thema wissen wollt, wie zum Beispiel Vollmacht und Verfügung, einfach hier draufklicken. Dann kommt ihr zu der jeweiligen Seite. Oder wenn ihr wissen wollt, was ist die Beraterpflicht, was ist die Dienstpflicht, geht man hier drauf. Und so geht das für alle Themen, die hier sind. Sehr, sehr viel Wissen. Geht das ruhig mal durch. Zurück kommen wir immer dann wieder, indem wir auf Home klicken. Sind wir wieder auf dem Hauptbereich. Dann haben wir den Bereich der Schadenmeldung. Wenn ihr also einen Schaden habt, egal zu welcher Uhrzeit, einfach prophylaktisch uns melden, hier draufklicken, die ersten Daten hier eintragen und an uns weiterleiten. Dann können wir reagieren, werden euch zurückrufen oder beziehungsweise den Schaden weiter senden. Oder hier Adressänderung könnt ihr hier mitteilen. Das gleiche haben wir im privaten, im gewerblichen Bereich. Und dann klickt ihr mal hier drauf. Wer Gewerbe ausführt, werden auch diese Litanei Informationen hier beschrieben. Was ist die Betriebshaftpflicht, was ist der Rechtsschutz, wozu brauche ich die? Gehe ich hier drauf, habe ich natürlich gleich die Informationen und wieder zurück auf die Home-Seite klicken. Gleich hier Schadenmeldung, Adressänderung oder im Bereich Geldanlagen haben wir einen schönen Kunden-Service-Sender aufgebaut. Den kann man hier erreichen, wer also auch schon die Zugänge hat. Einfach draufklicken, hier einloggen und schon seid ihr in dem Bereich wieder drinnen. Beziehungsweise, wenn ihr wissen wollt, wie man sowas aufbaut, wie man sowas bekommt, habe ich hier einen kleinen Film hier gedreht. Einfach draufklicken, dann wird euch das beschrieben, wie das funktioniert. Hier haben wir einen Geldanlagerechner. Sehr, sehr wunderbar. Müsst ihr euch Zeit nehmen. Schaut ihn euch ruhig mal an. Ganz einfach zu bedienen. Und der kurze Info noch hier zu diesem Kundenservice-Sender. Ist ein sehr, sehr guter Sender, der umfasst alle Anlagen, die jeder Kunde bei uns hat. Denn sonst hat doch jeder meistens irgendwas bei der Sparkasse, irgendwas bei der Commerzbank, irgendwas bei einer anderen Bank. Dann passiert folgendermaßen, man bekommt überall irgendwie Informationen her oder Steuerinformationen, kann damit nichts anfangen, muss alles zusammenführen mit tausenden von Blättern. Hier habe ich einen Ansprechpartner, eine Plattform. Ich kann mir alles rausziehen, habe alle schriftlichen Unterlagen hier abgespeichert, also besser geht es nicht. Und das gleiche haben wir nochmal hier auch erklärt, indem ihr hier drauf schaut. Hier könnt ihr den Kontakt zu uns. Wir haben einen geschlossenen Bereich, sind sehr, sehr viele Dateien drin, Informationen drin, Sachen, die man braucht, was im Bereich Kfz ist, Schadenmeldung, alles laden wir hier rein. Ihr müsst euch hier nur einmal registrieren. Geht hier drauf, registriert euch hier unten nur registrieren. Dann seid ihr müsst euch natürlich das Passwort merken, dass ihr wieder draufkommt. Ansonsten dann einloggen, eure Mailadresse, Passwort und einloggen. Schon seid ihr dann drin und könnt alle diese Vorzüge nutzen. Und hier haben wir nochmal einen geschlossenen Bereich, habe ich schon erwähnt. Ein Beratungsraum, wenn ihr drauf geht, wie eine Beratung mit euch vereinbart haben, könnt ihr, wie gesagt, hier draufklicken und schon seid ihr dann in unserem Beratungsraum drinnen und könnt mit uns natürlich dann Kontakt suchen.
oder die Beratung natürlich suchen. Okay, was ist noch wichtig? Wir haben einen Blog natürlich, wo wir öfters mal Dateien reinbringen und Informationen reinbringen. Ihr könnt auch mal besuchen. Ist hier aufgelegt. Meinetwegen Geschichte des Goldes oder Funksparpläne, kommen immer neue Sachen hier rein. Wieder zurückkommen, immer wieder wiederholen, beziehungsweise sind ja hier drin. Das Wichtigste, was jetzt kommt, ist unsere letzten beiden Reiter. Das ist Vergleichen und Sparen. Das war das Wichtigste für uns, dass wir damit sehr transparent für unsere Kunden sind und vor allen Dingen auch es für euch vereinfachen. Wenn ihr mal uns nicht erreicht, könnt ihr euch schon mal hier eure Prämien vorab rechnen oder ihr könnt auch hier zum Teil hier ganz einfache Dinge abschließen. Wir gehen mal drauf. Vergleichen und Sparen. Der ist aufgeteilt, hier seht ihr schon, auf das Thema Bedarfsermittlung. Was habe ich denn für Bedarf? Privatversicherung. Also wenn ihr wissen wollt, was kostet mich eine Privathaftpflicht, oder dann geht man einfach hier drauf, klickt hier und schon kann man sich die Privathaftpflichtversicherung selber rechnen, vergleichen und auch zur Not abschließen. Ne? Aber dafür habt ihr ja auch uns, aber man könnte es, wie gesagt, hier schon mal sich anschauen, um auch die Transparenz zu uns zu haben. Das gleiche geht's in allen Sparten, Verdaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude. Ihr müsst halt mal ein bisschen durchspielen, was euch interessiert. Vorsorge, Berufsunfähigkeitsangebot anfordern, Unfall anfordern. Hier kann man sogar selbst wieder abschließen. Private Krankenversicherung auch berechnen bzw. anfordern. Finanzierung, Vergleiche haben wir hier. Finanzdienstleistungen, wenn ihr ein neues Girokonto sucht. Allgemeine Versicherung auch sehr, sehr wichtig, wenn man sagt, okay, ich möchte mal am Sonntagabend, fällt mir ein, dass ich am Montag früh noch eine Auslandsreise Krankenversicherung brauche, weil ich ins Ausland fahre, dann habe ich die Möglichkeit, das selbst abzuschließen, gehe ich einfach hier drauf, Reise Krankenversicherung, klickt mal drauf hier, geht auf, Daten eingetragen und ich sage, ich möchte mir den Ergo oder den anderen Vertrag nutzen zu den Details und kann es gleich natürlich auch online abschließen. Und was haben wir noch? Allgemeine Versicherung, habe ich schon gesagt, Sparrechner, Strom, Gas und DSL-Vergleich. Und wichtig hier auch Nothilfepass, sehr, sehr wichtig, Vollmacht oder Patientenvollmacht. Mal hier draufklicken, habt ihr auch alle Informationen dazu. Okay, so Cookies akzeptieren. Ja, also gehen wir mal zurück. Und hier haben wir natürlich das Wichtigste, wenn ihr wissen wollt, wie das alles funktioniert, wie kann ich mal meine private Haftpflicht rechnen, wie kann ich eine Kfz-Versicherung rechnen, habe ich hier auch drauf. Da haben wir einen Videocampus erstellt. Den kann man entweder hier über den Vergleich erreichen oder wieder auf der Home-Seite habe ich das auch. Gehen wir mal drauf. Und hier habe ich alle Möglichkeiten, die wir als Video bieten und Informationen bieten, Tutorials hinterlegt. Zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, ich möchte wissen, wie geht denn eine Privathaftpflichtversicherung? Geht man da drauf? Und wird alles schön erklärt. Krassen Schaden oder was anderes. Sie schildert dann in Kurse aus. Und hier könnt ihr, wie gesagt, ja eure Versicherung komplett dann mal anschauen, wie es gemacht wird und selber rechnen. Okay, so, was haben wir noch? Wieder zum Home-Seite zurück. Ja, wie gesagt, wir können euch nur einladen. Nutzt die Seite, die haben wir für euch gebaut, dass ihr den Kontakt zu uns sucht, dass wir transparent mit euch arbeiten können, dass ihr schnell mit uns reagieren könnt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unsere Seite hier für euch näher bringen. Wünsche euch viel Spaß damit und man sieht sich in einem der nächsten Kontakte, Gespräche, ruft uns an, schreibt uns. Viel Spaß damit und tschüss, eure MFV Maklerkanzlei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.